Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Clubhaus TV. Mein Name ist Thomas vom Podcast Gehen gerade und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Clubhaus TV bietet euch einen monatlichen Rückblick auf das Geschehene rund um die Eintracht. Wir reihen dabei aber nicht einfach nur Ereignisse aneinander, sondern ordnen diese ein und liefern ein paar eigene Gedanken dazu. Wir, das ist neben meiner Wenigkeit der Ballkulturveteran Gerald Fricke. Er ist den Braunschweigern bestens bekannt als der Autor, der Eintracht Braunschweig einst in die dritte Liga geschrieben hat und sich als Kulturbeauftragter von Clubhaus TV um die feuilletonistische Aufarbeitung der Themen Fußball im Allgemeinen und Eintracht im Speziellen kümmert. Lasst euch überraschen. Das Jahr begann mit einer dreiteiligen Spezialserie des Podcasts Gehen gerade mit Christian Flüthmann über dessen Jahr bei Eintracht Braunschweig. Wir erfuhren aus erster Hand, wie es Christian und André Schubert schafften, die Eintracht vor dem Abstieg zu bewahren. Und zum ersten Mal erzählte Christian, wie er seine überraschende Beurlaubung als Trainer erlebte. Also ich hatte so ab Donnerstag, Freitag ist das Testspiel, so ab Donnerstag, Freitag schon so ein unwohles Gefühl, weil so ja, die Kommunikation ein bisschen anders war, so mit den Verantwortlichen, so ein, zwei Dinge, wo ich dachte, im Nachhinein aber auch erst, in dem Moment dachte ich, ja, okay, komm, hat schon seine Gründe oder ist jetzt gerade so. Aber im Nachhinein dachte ich, okay, komm, das lerne ich daraus, das sind schon mal so Anzeichen, wo man als Trainer wach wird und sagt, oh, das geht jetzt in eine Richtung, das kann natürlich böse werden. So war es im Nachhinein erkennbar. Aber nochmal, das kam für mich so aus dem heiteren Himmel, in dem Moment, wo ich sagte, okay, es kam dann ein Anruf, ja, wir müssen mal sprechen. Dachte ich, okay, alles klar, dann wusste ich schon Bescheid, was Sache ist. Und dann die Akzeptanz musste ich natürlich darlegen. Ich habe auch da nicht hinterfragt, genau warum ich vorher keine Info gekriegt habe oder warum wir vorher nicht darüber gesprochen haben. Es hieß einfach nur, ja, das Gremium generell oder die Verantwortlichen meinten, jetzt müssen sie handeln, weil die Chance sehen, dass halt der Aufstieg möglich ist und dann aber mit einem neuen Impuls. Und dann bin ich aber auch nicht so weit in die Analyse gegangen. Ein Verantwortlicher kam noch zu mir und hat gesagt, ja, ich habe versucht, dass du wenigstens dann noch die nächsten zwei Spiele bekommst, so als Chance, so dass du aber bewusst wird, komm, du kriegst jetzt die nächsten zwei. Aber da wollten die anderen Verantwortlichen nicht drauf einlassen. Das waren dann so Spiele, die oder Mannschaft, die jetzt gerade auch unten war, wo ich dachte, klar, wenn ich die oder Chemnitz und Zwickau nicht punkte, nicht dreifach, dann sage ich, komm, dann hätte ich es ja völlig verstanden. Dann ist die Wahrnehmung gekommen, ich schaffe, will ich nicht mehr den Anschluss. Dann hätte ich es komplett zu nachvollziehen. Aber so nicht die Chance zu bekommen, das nochmal vielleicht zu wuppen und zu sagen, komm, die Spiele will ich definitiv mitgewinnen, war ich auch überzeugt. Das war es dann in dem Moment dann so. Die Zielvorgabe war anders. Aufstieg, das kann man auch offen sagen, war zu dem Zeitpunkt Anfang der Saison nicht ein Thema. Klar, in der Saison dann kam schon so ein bisschen, okay, was müssen wir machen? Müssen wir im Winter nachlegen, um noch sicherer vielleicht oben dabei zu sein? Ich dachte, ja klar, bessere Spieler oder Qualität können wir immer gut gebrauchen, aber es muss halt sinnvoll sein und auch nicht einfach drauf los, sondern es muss halt Sinn machen. Man sollte jetzt aber auch nicht einfach künstlich sagen, ey Leute, jetzt machen wir das mal, weil wir nur gerade jetzt mal ein Momentum haben. Das ist alles realistisch einschätzen. Und das war ja dann wahrscheinlich intern oder wurzeln intern so ein bisschen anders aufgenommen und sagt, jetzt wollen wir die Chance einfach nutzen. Was ja auch nicht schlimm ist, aber es muss halt irgendwie dann auch kommuniziert werden und auch klar. Und dann hätte ich es auch so ein bisschen alles noch nachvollziehen können. Außerdem nahm Christian Stellung zu den durch die Braunschweiger Zeitung damals verbreiteten Gründen, die zu seiner Beurlaubung geführt haben sollen. Wenn man einfach da die Daten und Fakten sieht, wenn wir nicht intensiv trainieren würden, dann heißt das ja, ist die Schlussfolgerung, wir haben keine Power, wir können keine 90 Minuten gehen oder 95 Minuten. Aber wenn man sich Statistiken anguckt, wer auf Platz 1 oder ich glaube auf Platz 2 oder 3 war, wer die meisten Tore in den letzten 25 Minuten oder 15 Minuten geschossen hat, der wird dann sagen, also an Power und Intensität kann es nicht liegen. Mein Führungsstil würde ich so charismatisch benennen. Das bedeutet aber auch nicht, dass ich jetzt der beste Freund von denen bin. Also das kann ich schon gut differenzieren. Und das ist mir auch wichtig, dass man so sagt, ey komm, ich weiß, in dem Moment, wenn ich auf den Trainingsplatz gehe, dann trainiere ich und dann greife ich natürlich rein, wenn es dann nötig ist. Das ist ein Vorwurf, der dann in einem Raum steht, der dann halt vielleicht von Beobachter vielleicht so aufgenommen wird. Aber es ist immer eine Frage, wer wie führen möchte. Und für mich ist wichtig,
wenn ich authentisch bleibe, habe ich alles richtig gemacht. Und das war ich dann auch immer. Und neben dem Platz in der Kabine kann ich auch mal mit Spielern Spaß haben. Das gehört dazu. Aber wenn ich auf dem Platz bin, im Trainingsbetrieb, gehe für mich einen Schalter um und sage, ey, jetzt geht's gerade nur um Leistung, jetzt geht gerade nur um Performen und auch besser zu werden, dann definitiv habe ich den Fokus immer drauf gehabt. Ja. Auch da, klar, habe ich auch mit Spielern darüber nachgesprochen. Also auch mit Spielern, die ich hier schon dann auch längere Beziehungen hatte, auch aus dem Vorjahr. Auch habe gesagt, ey Leute, gebt mir einfach auch Feedback. Für mich war da irgendwas, wo ihr sagt, ey, da hätte ich besser machen. Und da auch mit nicht sofort eine Woche später, sondern das kam dann Monate später, wo ich sagte, ey, jetzt können wir öfter drüber sprechen. Jetzt haben wir keine Verbindung mehr. Jetzt ist alles cool. Und er sagte, nein, alles gut. Also wir haben klar gesagt, da gibt's mal Ansatzpunkte, wo man das macht. Aber das ist auch normal, das ist einfach eine Feedback-Kultur. Aber es gab nie so den Vorwurf, oh, jetzt hättest du aber da und du warst zu weich und das gar nicht. Deswegen bin ich da völlig rein und völlig entspannt und sage, der Vorwurf steht da jetzt leider da. Aber ich bin komplett rein damit, wo ich sage, ich bin authentisch geblieben, ich bin auf meiner Linie geblieben und bin bei mir geblieben in meiner Art zu coachen. Und das bin ich auch komplett fein mit. Warum soll ich was präsentieren, worauf ich nie angesprochen werde? Also das ist ja das Witzige. Also warum soll ich jetzt, wem soll ich denn was präsentieren, wenn keiner sagt, mach mal eine Lösung? Deswegen muss ich darüber schmunzeln, dass es gar nicht zusammenpasst. Aber ich finde es einfach in dem Moment schade und dass einfach nicht gesprochen wird, weil das Profigeschäft ist so. Wenn es brenzlig wird, bin ich da völlig fein mit, wenn sie sagen, Christian, hör zu, wenn die nächsten zwei Spiele nicht gewinnst, kannst du mal deine Sachen packen. Habe ich gesagt, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Das ist doch völlig okay. Und am Ende sind bei solchen Entscheidungen nicht nur der Sportdirektor dafür zuständig, sondern es ist ein ganzes Gremium, mehrere Leute involviert und nicht nur Peter Vollmer. Das möchte ich jetzt aber auch da betonen, dass ich jetzt nicht nur da erwartet habe, dass Peter Vollmer jetzt zu mir kommt und sagt, Christian, jetzt mach da mal was. Zurück zur aktuellen Saison. Bei der Eintracht wurde zum Jahresbeginn mit Jan-Hendrik Marx ein neuer Spieler für die rechte Verteidigerposition verpflichtet. Marx kommt vom Zweitligisten Ingolstadt. Die Fußball-Consulting-Firma Global Soccer Network charakterisiert ihn wie folgt. Beidfüßig, ordentliche Ballverarbeitung, Topspeed bei 31,12 km/h. Ordentliche Entscheidungsfindung, dazu beweglich. Allerdings unsauberes Passspiel sowie ungenaue Flanken, in Liga 3 nur 20% angekommen. Was in den ersten Spielen bereits auffiel, Marx ist ein sehr dynamischer Spieler. Das mit den ungenauen Flanken konnte man schon erkennen. Das Defensivspiel sah sehr solide aus und gerade im Zweikampf zeigte er eine schöne Galligkeit. Vor allem für das Offensivspiel der Eintracht sicherlich ein Gewinn. Mit Julian Bauer holte Eintracht darüber hinaus einen weiteren Torhüter. Bauer war zuletzt vereinslos. Aktuell ist Bauers Leistungsniveau laut Fußball-Consulting-Firma Global Soccer Network im Durchschnitt der dritten Liga anzusiedeln. Was ihn auszeichne, seien starke Reflexe, zudem mache er hohe Bälle fest und fauste sie nur selten. Außerdem habe er eine gute Sprungkraft, so GSN weiter. Kritisch zu sehen seien Schwächen beim 1 gegen 1, bei Aktionen außerhalb des 16ers sowie im Passspiel. In einem Interview mit der Braunschweiger Zeitung zeigte Julian Bauer sich erleichtert, dass seine mehrmonatige Zeit der Arbeitslosigkeit nun endgültig vorbei sei. Er selber bezeichnete das Spiel mit dem Ball und 1-gegen-1-Situationen als seine Stärken, was also im direkten Gegensatz zu der Analyse von Global Soccer Network steht. Mal schauen, ob er die Gelegenheit bekommt, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und kurz vor Ende der Transferperiode gibt es noch einen weiteren Neuzugang. Von RB Leipzig kommt der 20-jährige Außenbahnspieler Fabrice Hartmann als Laie bis Saisonende. Nach Auskunft von GSN besitzt er bereits Zweitliga-Format und hat das Potenzial, sogar international zu spielen. Am besten aufgehoben sei er als Rechtsaußen, könne aber auch Linksaußen und Mittelstürmer spielen. Seine Stärken seien im Antritt zu finden, in der offensiven Raumfindung sowie beim Abschluss. Zulegen müsse er noch im taktischen Bereich, in der Entscheidungsfindung sowie in der Ballverarbeitung. Kommentar von GSN: Da hat Braunschweig echt gute Arbeit geleistet. Auch wenn Fabrice nach Luke Ehorst und Sebastian Müller bereits der dritte Leihspieler für die Offensivabteilung ist,
für den aller Voraussicht nach zur nächsten Saison Ersatz beschafft werden muss, ist die bisherige Personalpolitik von Peter Vollmann durchaus nachvollziehbar. Man hat mit Peña Zauner, Multhaub, Lauberbach und Gürt einen guten Stamm, den man mit perspektivreichen Leihspielern erweitert. Solange hier nicht, zum Beispiel mit datenbasiertem Scouting, nachher unbekannten Spielern in anderen europäischen Ligen, wie etwa in Skandinavien gesucht wird, ist diese Herangehensweise sicher sinnvoll. Denn gute Offensivkräfte sind begehrt und Eintracht wird kaum die finanziellen Mittel haben, sich neben den genannten weitere gute Offensivkräfte fest leisten zu können. Man ist jetzt in der Breite sehr gut aufgestellt und kann dem Rest der Saison gelassen entgegensehen. Hier ist ligabezogen die qualitative Breite eine andere als noch zur Zweitligasaison. Die kommende Wahl zum Eintracht-Präsidium warf im Januar ihre Schatten voraus. Wir erinnern uns. 254 Gegenstimmen sorgten dafür, dass Christoph Bratmann trotz 227 Stimmen für ihn bei der letzten Mitgliederversammlung mit seiner Wiederwahl scheiterte. Kritik an der Arbeit von Bratmann kam vor allem aus der Fanabteilung. Nun werden gleich zwei Kandidaten zur Wahl antreten. Termin der außerordentlichen Mitgliederversammlung wird der 16. März sein. Zum einen bewirbt sich Nicole Kumpis, die mit Uwe Fritsch als ersten Vizepräsident, Reinhard Schech für Finanzen, Kai-Uwe Rohn für die Abteilung und Benny Kessel für den Fußball als Team Roter Löwe ins Rennen gehen wird. Die derzeitigen Gräben, die es im Verein gibt, wolle sie auf Basis eines aktiven Prozesses schließen, um mit allen ins Gespräch zu kommen, verriet Kumpis der Braunschweiger Zeitung. Mehr Beteiligungsformen und demokratische Vorgänge seien Teil ihres Programms. Kumpis betonte, dass sie die Fanabteilung trotz der Vorgeschichte ausdrücklich nicht als Problem sehen würde. Es sei zudem ihre Aufgabe, mit den Ultras ins Gespräch zu kommen. Weiterhin bezeichnete sie den mittelfristigen Aufstieg der Eintracht in die zweite Liga sowie langfristig sogar in die Bundesliga als Ziel. Erreicht werden soll das durch eine wirtschaftlich solide Basis samt Stabilität und Kontinuität im Verein, um bei Sponsoren und Partnern Vertrauen zu erzeugen. Der andere Kandidat ist Axel Ditzinger, der mit Dr. Thies Vogel als ersten Vizepräsidenten, Bettina Heinicke für die Abteilungen sowie Christoph Köchi für das Amt des Vizepräsidenten Fußball antritt. Für das Amt des Vizepräsidenten Finanzen wurde mit Jens von Mach mittlerweile ein Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nominiert, der langjährige Erfahrung im Profisportbereich vorweisen kann. Ditzinger forderte im Gespräch mit der Braunschweiger Zeitung einen kompletten Neuanfang. Sein Eindruck sei, dass Eintracht mehr verwaltet würde, als dass mit Konzepten und Strukturen zielorientiert eine Neuausrichtung stattfinden würde. Trotz der aktuell sportlich positiven Entwicklung sei kein nachhaltiges Konzept erkennbar, was man an den vielen Spielerwechseln seit der Saison 2019/20 festmachen würde. Stattdessen setze man selber auf eine klare Strategie und wolle weg von situativen Entscheidungen. Das Erste, was man angehen wolle, sei dabei die derzeitige starke Kommunikationsstörung Richtung Mitglieder und Fans zu beseitigen. Weiterhin habe man von Sponsoren Signale erhalten, dass die Bereitschaft für ein Engagement bei Eintracht sehr ausgeprägt sei. Dies wolle man aufnehmen, um der Kapitalgesellschaft eine bessere finanzielle Ausstattung zu geben, wovon auch andere Abteilungen profitieren würden. Darüber hinaus wolle man die Strukturen mit einem gewissen Unternehmertum und einem kritischen Blick hinterfragen. Nach dem Paukenschlag bei der letzten Präsidentenwahl treten nun also zwei Teams an. Eine Wahl zu haben, ist schon mal grundsätzlich eine gute Sache. Die Frage ist, wofür konkret welche der beiden Parteien steht und worauf man sich bei einer Stimmabgabe jeweils einlässt. Es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gar nicht so leicht, signifikante Unterschiede auszumachen. Mir persönlich erscheint das grundsätzliche Image der Hauptunterschied zu sein. Das Team Roter Löwe um Nicole Kumpis zielt aber eher auf die Gefühlsebene der Fans ab. Kumpis betont ihre Herkunft aus der Kurve, der sie sich weiterhin zugehörig fühlt. Auch der Instagram-Auftritt des Teams vermittelt derzeit eher ein Gefühl für Eintracht, auch wenn dort nach und nach Ziele formuliert werden, ohne allerdings zu sagen, wie man diese konkret erreichen will. Man versucht durchaus geschickt, gleichzeitig den Gesamtverein in den Mittelpunkt zu rücken.
Mit einem Benny Kessel im Team ist das Thema Fußball ohnehin prominent besetzt. Das Team um Axel Ditzinger versucht eher, sachliche und unternehmerische Kompetenz zu vermitteln und hat auf seiner Homepage wirfüreintracht.de auch tatsächlich die aus meiner Sicht bislang konkreteren Inhalte, wie etwa den Wiederaufbau einer Scouting-Abteilung. Im Hauptfokus des Teams ist in meinen Augen sehr deutlich der Profifußball. Die Betonung der Nähe zu Sponsoren sowie die eigene 20-jährige Mitgliedschaft bei Eintracht 100 sollen ein Bild erzeugen, dass sich von nun an echte Profis um die Eintracht kümmern werden, die die notwendigen finanziellen Mittel schon auftreiben werden. Auch wenn in manchen Äußerungen versucht wird, Leidenschaft und Herzblut zu vermitteln, holt man sich doch sicherheitshalber mit Horst Wolter und Bernd Gersdorf zusätzlich Eintracht-Legenden als Unterstützer dazu. Im Kern etwas vereinfacht, also eine Art Grundsatzentscheidung. Glaube ich eher, dass jemand mit nachgewiesenem Eintracht-Gen einen Verein nicht nur emotional versöhnen, sondern auch professionell nach vorne bringen kann? Oder vertraue ich lieber einem Unternehmensprofi die Geschicke des Vereins an, der Eintracht eventuell finanziell weiterhelfen kann, und nehme potenziell in Kauf, dass das Gefühl Eintracht ein Stück weit zugunsten der Professionalität auf der Strecke bleiben könnte? Ihr habt die Wahl. Macht euch ein persönliches Bild. Alle verfügbaren Infos sind in den Shownotes aufgeführt. Fußball wurde natürlich auch gespielt. Zunächst gab es zu Hause ein 1:0 gegen Halle, anschließend ein ziemlich unnötiges 0:1 beim FSV Zwickau. Zum Abschluss des Monats Januar dann zu Hause ein 1:1 Unentschieden gegen SC Verl, eher glücklicher Natur. Hören wir uns mal an, was die Gegengerade in ihrer Rubrik »Was mich nachdenklich stimmt« versus »Was mich hoffnungsvoll stimmt« zur derzeitigen Lage zu sagen hat. Was mich nachdenklich stimmt. Spielerisch klemmt es momentan ganz schön bei der Eintracht. Und das Spiel gegen Verl zeigt, dass in Bezug auf die Innenverteidigung wenig passieren darf, um unfallfrei durch die Saison zu kommen. Ein Typ wie Behrendt ist quasi unersetzbar. Und im Verbund mit Schulz hat man zumindest für eine dritte Liga ein wirklich gutes Duo. Aber ich will das Defensivproblem aus diesem Spiel nicht an den Ersatzleuten für die beiden festmachen. Denn allgemein wirkte Eintracht nach hinten wie nach vorne unsortiert und unstrukturiert. Nach Aufstiegskandidat sah das alles im Allen in den drei Saisonspielen bisher nun wirklich nicht aus. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Im nächsten Spiel wird die Innenverteidigung wieder zur Verfügung stehen. Krause wird hoffentlich auch wieder vollständig fit sein, genau wie Lauberbach Luft für 90 Minuten haben. Zusätzlich hat man einen Fabrice Hartmann in der Hinterhand, der nochmal neuen Schwung bringen könnte. Nach den Turbulenzen im Kader wegen Corona und Sperren besteht die Hoffnung, dass sich jetzt wieder eine Stammformation herausbilden wird, die punktuell immer mal aufgrund der qualitativ sehr guten Breite des Kaders weitere Optionen offen lässt. Und auch bei schwächeren Leistungen arbeitet sich das Team immerhin Torchancen heraus. Haken wir den holprigen Rückrundstart einfach ab und fangen in München nochmal neu an. Soweit also zum Monat Januar 2022 der Eintracht. Zum Abschluss schauen wir uns mal an, was uns Ballkultur so mitgebracht hat. Wie wir Boomer sagen würden, Mats ab! Hier sind Ballkultur und Vincento. Und wir zeigen euch jetzt ein paar gute, geile Bolzpass-Tricks für Clubhaus TV. Bis gleich! So, lieber Florian Kainz, wir zeigen dir jetzt mal, wie man einen Elfmeter souverän versenkt, ohne sich vorher selbst anzuschießen. Das Spielbein mit den Standbeinen oder umgekehrt. Das haben wir gelernt auf der Marcel Raducanu Fußballschule 1986. Ich bin ja auch ein totaler Fan vom Rechtsverteidiger Jan-Henrik Karl Marx in Braunschweig.
Erinnert mich so ein bisschen an den brasilianischen Fußballphilosophen Dr. Sokrates, der bei der WM 1982 immer die Elfmeter aus dem Stand verwandelt hat. Die Älteren erinnern sich. Oh! Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.